Der Köderfischangler muss vor Antritt der Reise eine klitzekleine Vorbereitung treffen, damit die Fischerei ein voller Erfolg wird und er jederzeit gut ausgerüstet ist. In der Regel ist es nicht so einfach, direkt am Wasser den passenden Fisch zu kriegen. Deshalb hat sich folgende Methode bewährt. Man salzt die Fische ein. 100 Gramm Wasser auf ein Paket a 500 Gramm Salz. Das ist ein Mischungsverhältnis, das ist auch für die warmen Sommermonate geeignet. Und damit wird der Fisch nicht zu steif, aber wird konserviert und zerfällt in keinem Fall. Eignet sich hervorragend auch für die Fische, die besonders problematisch sind, wie Fische mit höherem Fettgehalt, beispielsweise Sardinen, Heringe oder Sprotten. Diese Fische neigen besonders schnell dazu, eine leberwurstartige Konsistenz zu erreichen. Das ist nicht gut am Haken, gewährleistet auch nicht einen zuverlässigen Lauf, weil es immer sein kann, dass man den Köder vom Haken verliert, weil er einfach zu weich ist. Je nach Fischgröße sollte man bis 3 Tage vor Reiseantritt in die soeben beschriebene Salzlake packen und dann jeden Tag einmal das Ganze schütteln. Das Ganze wird hier verschlossen mit einem wasserdichten Deckel. Dann kann man sehr vorsichtig das Ganze auch mal umdrehen und dann hin und her schütteln und hat dann eben gewährleistet, dass alle Fische eine gleichmäßige Verteilung haben. Das Salz wird sich nie vollständig auflösen, das ist auch gut so. Das Salz, 500 Gramm Salz. So. Das ist die Mischung. Und jetzt der Fisch. Ich habe mich extra jetzt mal hier für weiche Fische entschieden. Und die Sprotten, die sehen schon nicht mehr so richtig doll aus. Die werden, wenn man die jetzt auftauen würde erst, dann würden die sehr, sehr weich und matschig. Aber selbst dann lässt sich so ein Fisch noch wieder mit etwas Geduld sehr deutlich von der Konsistenz härter machen. Aber ich bevorzuge trotz alledem immer noch, die gefrorenen Fische direkt einzugeben. Die Fische wurden jetzt hier gefroren, zum besseren Einsortieren auf ein Zewa. Das vereinfacht so ein bisschen die Einfriertechnik. Man legt die in Reihe und Glied auf ein Zewa, legt sie dann kurz ohne Einschweißung ins Eisfach, hat sie dann schön parallel angeordnet und sobald sie auf dem Zewa angefroren sind, schiebt man sie komplett in den Vakuumschlauch. Das ist vom Prozedere her einfach, man kann sich dann ein Brett nehmen und schiebt die dann praktisch einfach so komplett in der Anordnung in den Vakuumbeutel rein. Wir entfernen das mal eben, sieht ein bisschen unschön aus. Jetzt sind die Fische drin in der Salzlake. Das noch ein bisschen geschüttelt. So. Noch nicht mehr die dollsten Dinger, aber mit frischen kann es ja jeder und deshalb habe ich extra mal welche genommen, die schon ein paar Jährchen in der Kühlung sind. Machen wir das Ganze zu. So. Und jetzt warten wir. Ein bisschen Geduld. So, ein paar Stunden sind vergangen. Jetzt schaue ich nochmal nach. Ja, tut sich was. Das sieht schon ganz gut aus. Ich brauche jetzt in jedem Fall 2 Tage, bis das gut angelbar ist. Insofern empfiehlt es sich ab und zu umzudrehen. Kommt man dann am Reisetag an und will die Fische am 3. Tag oder 4. Tag eben benutzen, hat man sofort wunderbare Fische. Diese Mischung kann man so an Bord stehen lassen. Eignet sich auch bei Temperaturen im Bereich von 20 Grad so, dass man 13 Tage mit fischen kann, ohne dass man es kalt stellt. Also da gibt es keine Probleme. Jetzt noch mit dem so konservierten Fisch Zirkus veranstalten möchte, dann hat man noch die Möglichkeit, indem man sich hier noch eine zweite Schüssel nimmt, dann empfehle ich, dass man die Fische, die man gerne präparieren möchte mit Farbstoff oder beispielsweise Aromastoffen oder Lockstoffen, Heringsöl sei als Beispiel genannt, manche Leute schwören auf Knoblauch, dann packt man sich das eben in eine extra Schüssel rein und vermischt das Ganze dann. So, jetzt schauen wir mal, jetzt haben die Fische 2 Tage Zeit gehabt, wie sich das Ganze präsentiert. Ja, der Fisch ist jetzt schön fest geworden, da ist eine gute Festigkeit gegeben. Da
das macht einen guten Eindruck. Also da ist nichts, was jetzt zerfleddern würde. Das hatte ich ja schon angedeutet. Wenn man noch ein bisschen Spielerei möchte, Zirkus sage ich immer dazu, dann kann man das machen. Selbstverständlich mache ich das jetzt. Zu dem Zirkus sei vielleicht gesagt, ist keineswegs erwiesen, dass dieser Zirkus auch Sinn macht. Aber eins kann ich euch verraten. Fängt man einen Fisch, der so mit Zirkus behandelt wurde, ist die Freude daher umso größer. Ich färbe jetzt mal hier ein. Ein bisschen grün. Dann kriegt er insgesamt noch etwas ausgefallene Farbe. Da gibt es ganz unterschiedliche Materialien. Das muss jeder mal für sich ausprobieren. Da will ich auch keine Empfehlung geben. Das sieht jetzt so aus. Das würde ich jetzt noch länger einziehen lassen. Und dann habe ich zumindest die Möglichkeit hier, dass ich hier noch einen Fisch habe, der eben sich vom anderen Fisch unterscheidet. Ihr könnt ja selbst entscheiden, was macht euch mehr an. Der oder der. Das ist sicherlich Geschmackssache. Aber solange es keinem wehtut und man damit gute Fische fängt, sollte man offen für alles sein. Empfehlen würde ich nicht, diese Zusätze direkt in die komplette Mischung zu geben. Zum einen hat man unter Umständen eine Mischung, die sich als nicht gut herausstellt. Zum anderen, das Konservierverhalten durch diese Zugabe von Stoffen wirkt sich negativ aus. Insofern lieber das, was man am Tag verfischt, dann entsprechend präparieren. Und dann ist die Sache gut.